Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbammer von der Firma Eschbammer Forst- und Gartentechnik und ich will euch heute wieder recht herzlich zum Test einladen. Und zwar könnt ihr hier den Gartor Speedlot Fadenkopf von der Firma Oregon testen. Gibt es in zwei Versionen, einmal für gebogene Schaftmaschinen ohne Getriebe und einmal für Getriebemaschinen. Das heißt der Kopf oder der Kopf. Da kann man den Faden ganz einfach und schnell wechseln. Da haben ein paar Ersatzfäden dann auch dabei, wo ihr das Wechseln auch testen könnt. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch zahlreich bewerbt zum Testen. Ihr könnt es entweder mit normalen Freischneider mit Getriebe machen oder mit einem Modell, wo der gebogene Schaft hat. Geht beides. Wichtig bei der Bewerbung angeben, für was ihr euch bewerbt, weil wir haben nur eine beschränkte Stückzahl von jedem Kopf. Und ja, dass wir auch wissen, was ihr dann braucht, dass ihr auch den richtigen Zug schickt kriegt und schreibt am besten dazu, was für Gerät das ihr habt. Würde mich freuen, wenn ihr euch bewerbt und das Gerät selber testet. Ihr könnt euch einmal die Videos zu dem Kopf anschauen. Ist eine super Sache, finde ich. Geht einfach durch Auftippen zum Nachstellen und man braucht dann nicht mehr mühevoll den Faden aufwickeln, wie es bei anderen Fäden der Fall ist, sondern man tut ihn einfach bloß rausnehmen aus der Verpackung, die Enden ein bisschen aufmachen, raufstecken und wieder zuklipsen, fertig. Ganz einfach. Das war wieder Bernhard Eschbammer von der Firma Eschbammer Forst- und Gartentechnik mit der neuen Testaktion für euch zum kostenlosen Testen. Und nach einem Test kriegt ihr den Kopf geschenkt und könnt ihn behalten. Dankeschön.